Wintercamping ist eine total feine Geschichte und wenn ihr wissen wollt, welche Tipps ich für euch und euer Wohnmobil habe für so eine Wintertour, dann schaut euch einfach diesen Film an. Hallo, freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Montag, 18.30 Uhr. Herzlich willkommen bei Fan for Van. Eine neue Ausgabe, ein neues Video auf diesem Kanal. Und heute geht es um Wintercamping. Wir haben minus 4 Grad und viele von euch sagen vielleicht, wo ist der bescheuert, bei minus 4 Grad campen zu gehen? Aber ich sage euch, Leute, macht das. Es ist wirklich schön. Es ist wirklich richtig geil, bei solchen Temperaturen im Winter zum Campen zu gehen. Und was es dabei aber zu beachten geht, das will ich euch in diesem Video einfach nur mal zeigen und will euch so ein paar Tipps und Tricks zeigen, was man alles beachten kann und mitnehmen kann, damit das Campen auch bei minus 4 Grad richtig Spaß macht. Und dafür habe ich diesen Film auch wieder in ein paar Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt möchte ich euch einfach mal zeigen, was man am Fahrzeug alles beachten muss oder mitnehmen muss, damit man auch im Winter Spaß hat. Im zweiten Teil gehen wir dann eher mal rein und gucken mal, wie wir es uns schön warm halten und was es drin noch für Tipps und Tricks gibt. Und im dritten Teil kann ich euch dann hoffentlich, wenn die Sonne aufgeht und ich vielleicht an einem anderen Ort bin, wo es ein bisschen mehr Schnee hat, wo ich euch zeigen kann, was das so reizvoll macht, im Winter campen zu gehen. Und ja, damit würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Video. Und wir fangen an mit dem ersten Teil. Was brauchen wir alles am Fahrzeug? Fangen wir wahrscheinlich mit dem Wichtigsten an und das ist meines Erachtens beim Wintercamping der Reifen selbst. Denn wenn du keinen guten Reifen hast, der im Winter klarkommt, dann macht das Wintercamping überhaupt keinen Spaß. Spätestens am nächsten Morgen, wenn du vom Stellplatz wieder losfahren möchtest. Und deswegen mein Tipp und Hinweis, schaut auf gute Winterreifen. Lieber einen Euro mehr ausgeben. Wenn ihr wisst, ihr seid im Winter viel unterwegs und wollt auch gerade in die Berge fahren, schaut darauf, dass ihr einen guten Gummi am Rad habt. Und ganz wichtig ist auch, ab 2018 musst du hier nicht nur das MS-Zeichen auf dem Reifen haben, sondern das Schneeflockensymbol. Dieses Schneeflockensymbol ist wirklich entscheidend dafür, dass dieser Winterreifen anerkannt wird als Winterreifen. Wie gesagt, das gilt nur für Winterreifen, die ab 2018 produziert wurden. Alle, die vorher produziert wurden, reichen auch mit dem MS-Symbol aus. Aber das war mir nur noch ein wichtiger Hinweis für euch. Aber gute Winterreifen alleine ist längst nicht alles. Ich habe jetzt auch ein Mützchen aufgesetzt, weil der Schneefall immer fester wird. Das kann dir ja beim Wintercamping durchaus passieren oder soll dir ja passieren. Und damit du da nicht stecken bleibst, machen Schneeketten auf alle Fälle Sinn. Ich habe da mal so ein Schneeketten-Spezial gemacht. Wen es interessiert, der guckt einfach noch mal rein. Und was ich auch immer noch dabei habe, sind diese zwei Dinge. Und zwar einmal eine Schaufel, um sich freischaufeln zu können. Gerade wenn du irgendwo frei stehst und dann am Stellplatz die freischaufeln musst, weil sie über Nacht einfach noch mal einen halben Meter Schnee hergeschneidert, dann macht eine Schaufel durchaus Sinn. Und so Anfahrtshilfen können auch absolut praktisch sein, nicht nur im Schnee, auch bei Eis oder in Schlamm. Und eines habe ich dabei gelernt, ich hatte früher so dünnere Brettchen, das gibt es auch, die rutschen aber ganz schnell durch. Deswegen habe ich mich hier entschieden, so ein bisschen festere oder dickere zu nehmen. Das sind so Glieder, die einfach an Ketten zusammengemacht sind. Und die verankern sich dann wirklich fest oder greifen wirklich fest dann im Untergrund ein. Und dann kannst du schön mit dem Reifen drüber fahren. Die kann man auch wunderbar schön klein zusammenrollen und damit macht es Sinn. Aber ich habe euch jetzt nur eine gezeigt. Zwei machen natürlich absolut Sinn. Aber das sind noch längst nicht alle Tipps. Gucken wir mal weiter. Was ich euch wirklich auch noch ans Herz legen möchte, ist ein zusätzlicher Kanister mit Frostschutzmittel für die Scheibenwischanlage. Denn natürlich habt ihr die Scheibenwischanlage vollgefüllt, aber ihr wisst es, gerade wenn du im Winter unterwegs bist, die Straßen sind gesalzen, dann musst du einfach oft mit der Scheibenwaschanlage arbeiten und da kann so ein Zusatzkanister oft sehr hilfreich sein. An der Tankstelle sind die oft doch sehr, sehr teuer und deswegen habe ich hier immer noch einen Zusatzkanister dabei. Und nicht nur für die Scheibenwischanlage kann der interessant sein, sondern für den einen oder anderen auch mal im Abwassertank, dass man das ein bisschen verdünnt mit eben Frostschutzmittel. Denn nichts ist ekliger, als wenn der Abwassertank einfriert. Und auch da kann das ein nützliches Hilfsmittel sein. Aber ganz ehrlich, also ich habe den Luxus, dass mein Abwassertank beheizt ist. Und irgendwie so eine Lösung würde ich auch bevorzugen, weil dann bist du da noch mal ein bisschen auf der sicheren Seite. Was ich euch auch beim Wintercamping definitiv empfehlen würde in der Vorbereitung, in der Liebe zu eurem Fahrzeug, ist so eine Gummipflege. Da gibt es so Gummipflegestifte von sämtlichen Firmen, die kannst du einfach im Baumarkt kaufen oder an der Tankstelle gibt es die auch. Ich verlinke euch natürlich auch unten, wo ihr die ganzen Sachen bekommen könnt. Damit sorgt man einfach dafür, dass der Gummi nicht so porös wird, denn gerade so Temperaturschwankungen sind für einen Gummi nicht immer so gut. Und ganz wichtig ist, damit friert auch der Gummi nicht so schnell mit der Tür zusammen. Und das hilft euch dabei, dass der Gummi einfach nicht reißt, wenn man die Tür aufmacht. Denn vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal erlebt, wenn
du hier Wasser innen drin hast, zwischen der Tür und dem Gummi, und das zu Eis gefriert, und du machst dann die Tür auf, dann zerreißt es einfach auf den Gummi, und das kannst du damit verhindern. Und deswegen Gummis einölen. Top, die Türen sind fertig, jetzt kann man noch die Fenster machen. Aber das erspare ich euch, jetzt machen wir lieber noch was anderes. Was ich beim Wintercamping auch immer empfehlen würde, ist so ein kleiner Türschlossenteiser. Jetzt sagt ihr, Markus, ich habe doch eine Funkfernbedienung. Ja, vielleicht, aber denkt an die Toilette und denkt an das Frischwasser. Also sowas kann nie schaden. Ja, und der Eiskratzer ist das eine, und das andere ist so ein kleiner Besen zum Schneekehren, der kann immer Sinn machen. Gar nicht nur wegen der Front, da natürlich, aber auch zum Beispiel für die Solarzelle, um wieder Energie tanken zu können. Wichtig ist beim Wintercamping auch eine ordentliche Isolierung. Gerade im Frontbereich, bei den Frontscheiben, macht es durchaus Sinn, da ordentlich zu isolieren. Und da habe ich eine Isolierung für außen, und es gibt auch Isolierungen für innen. Die innen, habe ich den Eindruck, sind nochmal ein Dutt effektiver vielleicht, aber da bildet sich sehr schnell sehr viel Kondenswasser. Und den Vorteil, den du mit dieser hast, wenn du außen verhüllst, dass du auch hier den Einlass der Lüftung mit abdecken kannst. Und das ist mitunter ja auch sehr, sehr sinnvoll. Aber jetzt nicht lang gebabbelt, machen wir sie ran. Jetzt seht ihr, sind wir perfekt vor der Kälte geschützt. Ja, und so eine Isoliermatte habe ich nicht nur an der Frontscheibe, sondern ich habe sie auch hier hinten, denn auch bei den Hecktüren bricht die Kälte ganz schnell sehr fröhlich ein, und das wollen wir verhindern, und das kann man auch mit so einer Isoliermatte machen. Die wird super einfach montiert, man kann die einfach mit Druckknöpfen oben an der Decke festmachen, und hier unten sind Magnete, sodass sie an der Seite des Autos Halt hat, und dann ist auch der Innenraum schön isoliert von der hinteren Seite, was durchaus Sinn macht, weil damit spart man sich Heizkosten und einen steifen Nacken. Ja, und damit würde ich sagen, waren wir jetzt lang genug unterwegs. Wir kommen zum zweiten Teil, und zwar, was es zu beachten gibt beim Wintercamping, wenn man im Fahrzeug ist. Jetzt haben wir außen isoliert, und jetzt sitzen wir drinnen, denn drinnen kann man weiter isolieren. Ich habe es ja schon gesagt, für innen gibt es auch Isoliermatten. Ich mache das jetzt in Kombi, denn heute Nacht soll es minus 8 Grad kriegen, und dann haben wir natürlich doppelt geschützt. Denn im Ernst, das ist wirklich so, die Schwachstellen beim Ducato sind hier mal im vorderen Bereich, gerade die Fensterscheiben, aber auch hier der untere Bereich, sowie die Hecktüren. Die Hecktüren haben wir ja schon gesehen, die haben wir auch schon zugemacht und dicht gemacht. Und jetzt machen wir noch die Glasscheiben, und dann zeige ich euch mal, was das bringt. Das Ganze macht man hier mit so Saugnäpfen fest. Und ja, ich weiß, da liest man immer wieder, dass die runterfallen. Das stimmt auch, das passiert mir auch. Nach 2-3 Tagen kann das schon passieren, aber ganz ehrlich, das ist jetzt, finde ich, akzeptabel. So, und jetzt guck mal, jetzt habe ich hier noch meine Temperatur-Laserpistole, und mit der können wir Temperaturen an verschiedenen Oberflächen messen. Und ich messe jetzt mal schnell noch an der Fensterscheibe, bevor wir die Verschalung hingemacht haben. Passt mal auf, ich muss mal gucken, dass man das dann sieht. Also ihr seht, an der Fensterscheibe hat es jetzt gerade 12,6 Grad, und das ist natürlich unangenehm. Und jetzt machen wir noch die Isolierung dazu, heizen ein bisschen, und dann messen wir nochmal. Und ihr seht, jetzt sind wir bei 21,3 Grad. Das sind fast 10 Grad Unterschied. Also insofern sieht man, dass so eine Isolierung durchaus Sinn macht. Jetzt haben wir doppelt isoliert, wenn man jetzt auch noch ein bisschen heizt. Bingo Bongo. Wir haben also von den Schwachstellen beim Fiat Ducato gesprochen. Einmal die Hecktüren und einmal im Frontbereich die vorderen Scheiben und die Seitenscheiben natürlich. Aber auch der Boden ist so ein Bereich, wo die Kälte wirklich reinkriechen kann ins Auto. Und das wollen wir unterbinden. Und dafür habe ich, ihr wisst es, schon wieder eine Thermomatte. Und die werde ich jetzt auch noch mal verlegen. Und dann sind wir fertig mit Thermomatten. Versprochen.
Tipptopp. Also mehr Thermomatten geht nicht, aber es geht noch weiter mit meinen Tipps. Thermomatten haben wir jetzt genug verlegt. Ich habe hier noch den ultimativen Tipp, super simpel, und zwar Hausschuhe oder dicke Socken. Jetzt mag der eine oder andere mich vielleicht auslachen, aber es ist wirklich so, wenn du nicht den Luxus einer Fußbodenheizung hast, dann wird es vom Boden her sehr schnell kalt und da können so Hausschuhe wirklich absolut viel Sinn machen. Und schon kriege ich wieder zu Boden für euch. Aber was im Winter natürlich auch immer super wichtig ist, sowohl im Kofferraum als auch hier vorne im Eingangsbereich, ist einfach ein Fußabtreter, wo die erste Nässe schon mal abgehalten wird. Aber das reicht bei mir noch nicht. Ich habe auch immer so eine Wanne mit dabei. Und in die Wanne stecken wir dann einfach die Schuhe rein. So eine Wanne kannst du immer irgendwie gebrauchen beim Camping. Da kannst du immer sämtlichen Möppes mit rumschleppen und gerade einfach mal schnell die Schuhe reingelegt oder auch mal eine pitschnasse Mütze oder Handschuhe, wenn du die nicht gleich zum Trocknen bringst, macht echt Sinn in so einer Wanne. Wir hatten früher immer so einen Abtropfer für Schuhe, den kennt ihr wahrscheinlich auch, aus dem Garderobenbereich, aber da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn du hin und her räumst, dann läuft dir das Wasser wieder aus. Und also so Wannen kann ich euch echt nur empfehlen, vielleicht sogar 2, 3, im Kofferraum haben wir auch noch welche für die Skischuhe. Weil da ist das Wasser einfach dann wirklich safe und am Ende kannst du die Schuhe rausnehmen und kannst das Wasser ausschütten und alles ist gut. Die letzten beiden Tipps, da klingt der eine für euch vielleicht ein bisschen albern, aber ich möchte echt nochmal darauf hinweisen, wenn ihr unterwegs seid, guckt, ob ihr wirklich genügend Rohstoffe dabei habt, also im Sinne von Gas oder Diesel oder womit auch immer ihr eben heizt. Das klingt jetzt albern, aber glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als nachts festzustellen, verdammt, ich muss auf die andere Gasflasche umschalten, weil ich vielleicht keine Duo-Control habe. Oder ich habe zu wenig Sprit und meine Anlage hat automatisch abgeriegelt, damit ich morgens noch losfahren kann. Das ist echt denkbar unangenehm, also schaut einfach nur mal nach. Und sollte es dennoch passieren oder ihr habt irgendeinen Defekt mit der Heizung, was man ja auch nie ausschließen kann, dann habe ich noch diesen Tipp, einen kleinen Heizstrahler. Geht natürlich nur, wenn ihr irgendwo an einem Stellplatz oder Campingplatz seid, wo ihr auch entsprechend Strom habt. Aber der kann dann das Leben wirklich deutlich einfacher machen. Und jetzt würde ich sagen, genug Horrorszenarien. Jetzt genießen wir mal das Wintercamping. Viel Spaß. Wir machen uns jetzt einfach in den Weg in die Bayerischen Alpen zum Skifahren. Einfach für ein Wochenende ganz gemütlich. Und genau das ist auch schon wieder mein nächster Tipp. Tastet euch langsam ans Wintercamping ran. Man muss es nicht gleich übertreiben und 2 Wochen auf Skiurlaub fahren. Macht es einfach erstmal für eine Nacht, dann für 2 Nächte und dann testet ihr euch immer weiter vor. Das kann durchaus Sinn machen. Aber bevor ich jetzt weiter sabbel, fahren wir erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Also wir sind jetzt angekommen, wir sind nach Lenggries gefahren und schauen mal, ob wir da jetzt noch ein bisschen Skifahren und danach fahren wir auf den Stellplatz. Insofern stürzen wir uns mal ins Vergnügen. Ja, das waren sie also jetzt meine ganzen Tipps und Tricks und die Sachen, die man zu beachten hat, wenn man auf Wintercamping fährt. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen was gebracht und vielleicht hat es den einen oder anderen von euch sogar animiert, selber mal Wintercamping zu machen. Fangt einfach ganz langsam an, fahrt nicht zu weit weg, fahrt vor allem auch nicht so lange weg, dass ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren könnt und da keine großen Probleme mit habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche euch dann so schnell wie möglich zu antworten. Oder schreibt mir auch eure Erfahrungen und vielleicht habt ihr noch Tipps und Tricks, die uns alle interessieren könnten, die man beim Wintercamping beachten sollte und die uns vielleicht ein bisschen helfen, das Wintercamping noch angenehmer zu erleben. Das würde mich riesig freuen. Die wichtigsten Dinge schreibe ich dann wie immer auf meine Webseite und dann ist uns damit hoffentlich allen geholfen. Ja, und ansonsten lasst sehr, sehr gerne ein warmes Like da. Das ist immer eine tolle Bestätigung für so ein Video. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, seid so wild und abonniert auch gerne den Kanal, denn hier kommen wöchentlich neue Filme raus und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten sehen. Der kommt wieder am Montag um 18.30 Uhr und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit und egal, ihr wisst es ja, wohin auch immer ihr reist, ob im Sommer oder im Winter, kommt gesund und glücklich wieder zurück und dann sehen wir uns nächsten Montag. Bis dahin, euer Markus. Ciao!